Ja, servus, liebe Kinderautore, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute habe ich den Waldi vor mir zum Testen. Waldi, damit ist jetzt nicht der Waldi Mahatmann, der legendäre Sportreporter aus Bayern, gemeint vom Bayerischen Rundfunk, der damals sich mit dem damaligen Bundestrainer Rudi Völler nach einem etwas vermurksten Spiel gegen Island auf Island auseinandergesetzt hat, rhetorisch. Schaut es unbedingt mal an auf der Mediathek von der ARD. Es ist wirklich wert, wie da Hessisch und Bayerisch aufeinandertreffen. Es ist zum Brüllen. Also wie gesagt, Waldi hat jetzt nichts mit Waldi Mahatmann zu tun, sondern mit der Familienbrauerei Waldhaus aus dem gleichnamigen Ort Waldhaus in Baden. Wichtig ist, das Ganze ist ein Familienunternehmen seit 1833 und kommt aus dem Regierungsbezirk Freiburg bzw. Waldshut, Landkreis. Und Waldhaus ist ein Ortsteil eben von dem Ort Weilheim, nicht zu wechseln mit Weilheim in Oberbayern, sondern wir reden in dem Fall Weilheim in. Ja, was gibt es in Weilheim in Baden zu erzählen? Also seit der Bronzezeit, sprich seit über 4000 Jahren, siedeln dort Menschen. Wie lange die dort so ein leckeres Cola-Mix brauen, das wissen wir nicht. Dann, wie gesagt, es gibt da, wenn ihr mal hingeht zum Wandern, unbedingt, es sind 4 sehr bemerkenswerte Wanderungen zu Wasserfällen, die es dort gibt. Nicht versäumen, also die 19 Meter wie der Haselbach-Wasserfall zum Beispiel, der 12 Meter in ein fast kreisrundes Becken runterfällt, oder eben, was mir gleich sehr interessant ist, eben die Waldhausbrauerei. Und zwar wurde da zwischen 88 und 90 von der Bauarbeiten statt. Und im oberen Bunsandstein, da fand man Versteinerungen. Und zwar haben wir die erst für einen Tannis Tropeus Antiquus gehalten. Das war vor über 240 Millionen Jahren ein Dinosaurier, der hier gelebt hat. Mittlerweile gehen wir davon aus, es handelt sich um eine Art Krokodilvorgänger, der auch so in dem Zeitalter unterwegs gewesen ist, der schon an Land ging. Ja, soviel jetzt mal zur Geschichte von Weilheim und Waldhaus. Und noch ganz kurz eben zu dieser Brauerei, die auch wirklich, finde ich, sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte hat. Weil die wurde 1833 gegründet. Die Privatbrauerei Waldhaus vom Altvogt Ditsche. Und zwar in einem Forsthaus eben, ja, an der Waldhaus, in einem Forsthaus Waldhaus an der Straße von Waldshut nach St. Blasien. Aber es lief leider nicht so gut, diese Privatbrauerei. Und 1894 hat Johann Schmid sie erworben. Und seitdem ist sie in vierter Generation. Los. Ja, und was eben hier sehr, sehr interessant ist, in vierter Generation wird es geführt. Und der jetzige Brauchef ist der Dieter Schmidt und den seine Kinder stehen auch schon in den Startlöchern, um einmal das Ganze hier zu übernehmen. Also wir haben hier eine gewisse Brautradition, das kommt immer gut. Dieses wirklich interessante Etikett, das doch sehr an die 70er Jahre erinnert. Und schauen wir mal, was das Ganze intus hat. Also 9,0 Gramm Zucker auf 100 ml ist normal. 3% Orangensaft, also Orangensaftkonzentrat, ist auch normal. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was die Privatbrauerei Johann Schmid GmbH mit dem Waldi, also den Namen finde ich schon ganz toll, also Etikett, wie gesagt, Waldi, hier ins Glas bringt. Es ist ja grundsätzlich gut, wenn wir Familienbrauereien probieren, deren Produkte, weil die immer sehr, sehr gute Cola-Mix haben. Und ihr seht euch auch wieder, weil, ja gut, es gibt so Tester aus der Kreisliga, die tun vor allen Dingen Cola-Mix aus Bayern probieren. Baden-Württemberg kennen sie offensichtlich gar nicht. Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder auch aus Thüringen kommen auch sehr gute Cola-Mix. Also nicht nur auf Bayern im Fokus, sondern wie gesagt, so wie wir mit dem weltgrößten Cola-Mix-Test, den es bisher jemals gegeben hat, wir grasen alle Bundesländer ab und wenn es auch ist, Österreich, so grausam sind wir. Also, probieren wir mal das, was wichtig ist, vorm Trinken. Wir haben das Ganze auf Kühlschranktemperatur gebracht. Wichtig ist, die Trinktemperatur zum Verkosten nicht zu warm, sonst schmeckt das Ganze einfach abgestanden, und nicht zu kalt, sonst schmeckt es nach gar nichts.
Wichtig ist auch beim Verkosten, wir nehmen ein bauchiges Glas, dass wir die Aromen schön riechen können, dass sich das Ganze entwickeln kann, und wir tun nicht gleich von vornherein Eiswürfel rein. Eiswürfel tun wir nur rein, wenn das Cola-Mix sehr, sehr stark ist, wie zum Beispiel das Plötzinger aus Rosenheim. Das ist pechschwarz, also schmeckt es auch richtig, richtig kräftig. Und für wen das zu viel ist, der tut das Ganze mit Eiswürfel etwas verwässern. Was wir auch nicht gleich reintun, das sind Schnitze von Orange und Zitrone. Warum? Weil wir damit auch wieder den Geschmack verfälschen. Wir probieren jetzt einfach mal pur, wie das Ganze schmeckt. Was schon mal schön ist, das Ganze ist eine Glasflasche. Vom Umweltschutzgedanken her, ich habe gelesen, die haben auch eine riesige Photovoltaikanlage und sind so 100% Naturstrom, die Privatbrauerei Waldhaus. Also es riecht schon mal sehr angenehm, limettig, ja, sehr fruchtig. Könnte ein sehr feiner Tropfen sein, der Waldi, rein so vom ersten Geruch. Seht ihr, wir schwenken das, dass sich sie am Glasrand absetzt und dadurch schön seine Aromen entwickeln kann. Es sprudelt ganz nett von der Farbe her, die beurteilen wir als nächstes. Ja, schon etwas dunkler, also wundert mich für Baden-Württemberg. Relativ dunkles Cola-Mix, muss ich ehrlich sagen. Sowas braucht man eigentlich hauptsächlich in Oberbayern. Also da erwartet uns, glaube ich, ein guter Tropfen. Oh ja. Oh ja, ganz ehrlich, das hält, was es verspricht, sogar noch drüber. Also ich sage es euch ja, wie es ist. Wir haben ja letztes Mal den Jacobi-Bräu aus Bodenwehr in der Oberpfalz unter die ersten drei gehievt. Und der hier, zweiter Platz, hätte ich gesagt. Das ist ein, der Waldi gehört für mich auf dem Silberplatz. In unserer ewigen Besten, das ist Beboni, ist leider rausgefallen. Peter Bock, Nittenau, das gibt es leider nicht mehr, die Brauerei. Das war mit Abstand das beste Cola-Mix. Auch unser Fachjury war der Meinung. Deswegen ist jetzt die Spechbrauerei aus dem Spessart, aus Franken, Nummer 1 und Nummer 2, ja, würde ich sagen, der Waldi. Und Nummer 3, der Jacobi-Bräu aus der Oberpfalz, aus Bodenwöhr. Spitze. Was macht diesen Waldi so gut? Also wirklich... Silbermedaille, und ich würde sagen, wie beim Bobfahren, um ein Tausendstel an der Gold vorbeigeschaut. Ja? Um ein Tausendstel Sekunde, mehr war es nicht, nicht mehr ein Hundertstel oder ein Zehntel. Ein Tausendstel, also vielleicht ein, zwei Zentimeter, mehr ist das nicht. Also was mir am Waldi sehr gut gefällt, schon mit meinem Anfang, es ist sehr sprudelnd, nicht zu viel Kohlensäure, wunderbar. Es ist ja auch nichts, wenn man dann das trinkt, und das Ganze schmeckt auch schmal und abgestanden, weil einfach keine Kohlensäure drin ist. Geschmacklich ist es eine Offenbarung. Das sage ich wirklich, wie es ist. Also der Privatbrauerei Waldhaus Johann Schmidt GmbH ist hier wirklich ein sehr, sehr guter Tropfen gelungen. Silberplatz, da kann man wirklich stolz drauf sein. Also ihr habt nicht Gold verpasst, ihr Lieben, ihr habt Silber gewonnen. Ja. Sehr rund, wunderbar. Es ist einfach wie eine ja, gleichmäßige Welle am Strand, die da langsam den Strand hinauf und sich dann wieder zurückzieht. So ist es. Es entwickeln sich langsam unaufdringlich die Geschmacksnoten von Orange, bisschen Limette, dann kommt dieses feinherbe Cola, dann zieht sich das Ganze wieder zurück und es ist nur leicht süß im Hintergrund und dann kommt schon die nächste Geschmackswelle. Ein wirklich, wirklich hervorragender Tropfen. Also ich kann da nur gratulieren, zu so einem außergewöhnlich hervorragenden Cola-Mix aus der Tiefe des Südschwarzwald, was mich jetzt im Echtsam sehr nicht wundert, weil das Fundament, die Grundlage, der Boden für jedes gute Cola-Mix ist das Mineralwasser. Und das ist bekanntlicherweise im Südschwarzwald hervorragendst. Spitze, absolut spitze, wirklich. Also wie gesagt, ganz, ganz, ganz hauchdünn. Am Gold vorbeigrast, Silber absolut bombenfest, ein spitzen Cola-Mix, sage ich, wie es ist, sehr rund, sehr süffig, sehr angenehm, nicht so süß, top,
Also, Silbermedaille geht in den Südschwarzwald. Ich gratuliere sehr herzlich. Fightrate Cola Mix findet ihr auf dem größten Cola Mix Test der Welt, nämlich auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne so einen YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich euch, wenn wir uns wiedersehen, und zwar draußen. Macht's gut, bis dahin, pfiat, servus, euer Uli, und schaltet das Grill-Internet ab.